Willkommen zurück hier zu unserer Schulung über den fünffältigen Dienst im Leib Christi. Und meine These ist ja, der Leib Christi kann gar nicht der Leib Christi sein, wenn nicht der fünffältige Dienst, den Jesus ja dafür gesetzt hat. Das sind gesalbte Menschen, die bringen die Gemeinde in diese verschiedenen Aspekte von Christus selbst hinein, in die apostolische Dimension, in die prophetische Dimension, in die evangelistische Dimension, die Hirtendimension und die leere Dimension. Und es heißt in Titus 2, die Verse 11 bis 12, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und sie unterweist uns, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Die Gnade Gottes unterweist uns. Wir werden also von Gottes Gnade belehrt, wie wir einerseits die weltlichen Begierden und die Gottlosigkeit hinter uns lassen und wie wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Ja, wer kann uns das beibringen? Wie kann man das lernen, besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu leben? Da hat man vielleicht auch so gewisse religiöse Vorstellungen, wie das gehen soll oder wie ein solcher Mensch wohl ist, der besonnen und gerecht und gottesfürchtig ist. Aber wir brauchen die gesalbten Lehrer, Menschen, die Gott befähigt, uns in diese Dimensionen hinein zu lehren, hinein zu begleiten. Und wir können natürlich das im Natürlichen auch sehen, dass die Kinder kommen in die Schule und so kommen auch die geistlichen Kinder in die Schule und das Potenzial des Lernens und des Aufnehmens ist bei den Kindern noch riesig groß. Also die können Unmengen aufnehmen. Nur, dass dann die Schulen in der Welt oft diesen riesigen Hunger nach Informationen und so weiter nicht eher blockieren als entwickeln. Aber so ist es nicht in der geistlichen Schule, in der Schule des Heiligen Geistes. Da werden wir also von einer Überraschung zur nächsten gebracht. Da werden wir unglaubliche Dinge erfahren und lernen, und diese Schule des Geistes endet nie. Wir werden unser Leben lang in dieser Schule bleiben und wir werden immer tiefer hineinkommen in diese Gnade Gottes, die allen Menschen Heil bringt. Und wie macht die das? Wie bringt diese Gnade dieses Heil? Wie kommt es zur Anwendung? Wie genau sieht das aus, diese Vermittlung von Heil? Wie macht die Gnade das? Wie erscheint sie? Und ehrlich gesagt, haben wir darüber meistens überhaupt keine Ahnung. Wir wissen überhaupt nichts darüber. Das ist uns ganz verborgen. Aber dann heißt es hier in 1. Johannes 2, 27, Vers A, der erste Teil des Verses, da heißt es, die Salbung, die ihr von Gott empfangen habt, bleibt in euch. Ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es wahr und keine Lüge. In einer anderen Übersetzung liest es sich so: Ihr habt die Salbung, die Bevollmächtigung des Geistes Gottes von Gott erhalten. Sie bleibt bei euch. Deshalb ist es nicht notwendig, dass irgendjemand euch unterrichtet. Denn diese Bevollmächtigung, sie unterrichtet euch in allen Dingen. In allen Dingen. Sie beinhaltet nichts als die reine Wahrheit. Sie ist keine Täuschung. Also, genau so wie er, der Geist Gottes, euch unterrichtet, so führt euer Leben in der Verbundenheit mit ihm. Ja, also das haben wir immer wieder. Wir haben weitere Bibelstellen, 1. Korinther 2, 12 bis 16 ist auch so eine Stelle, wo es dann darum geht, dass der Geist uns belehrt über die geistlichen Dinge, und der natürliche Mensch, der kann das nicht
begreifen, er kann es nicht erfassen. Es ist ihm rätselhaft, es ist ihm unzugänglich, aber der Geist öffnet unsere Augen, er öffnet unsere Sinne, er erweitert unser Verständnis. Unsere Wahrnehmung der Wahrheit wird erweitert, wird vertieft, wird erhöht, wird verbreitert. Das ist also, wer es erlebt, es ist wunderbar. Und die Frage stellt sich ja, wenn dann nun die Salbung oder eben der Geist Gottes uns jetzt belehrt, wenn die Gnade selbst uns jetzt belehrt über dieses Leben, das göttliche Leben, ja, wofür brauchen wir denn dann Lehrer? Und es ist wieder wie bei den Hirten. Jesus ist der Hirte, Jesus ist auch der Lehrer. Aber er befähigt Leute in besonderer Weise, die Wahrheiten Gottes lehren zu können, sie darstellen zu können, sie aufzeigen zu können, Worte dafür zu haben. Aber wir werden sehen, wie die Lehre dieser Lehrer und das, was der Geist uns zeigt, Hand in Hand geht. Und vor allem brauchen natürlich diejenigen, die Lehrer, die eben geistlich gesehen noch Kinder sind. Wenn wir geistlich gesehen natürlich reifer werden, haben wir irgendwann an sich die externen Lehrer auch nicht mehr nötig. So wie im Natürlichen auch, wenn die Leute erwachsen werden und dann selber ihr Leben geregelt kriegen, dann müssen sie nicht mehr in die Schule gehen. Aber diese Reife, dieses Reifwerden, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und wer kann uns begleiten? Wer kann uns in Richtung Reife mit uns gehen und unsere Fragen beantworten und uns aufschließen, die Bibel stellen und was es eigentlich heißt? Dass, ja, dafür brauchen wir die Lehrer. Und ich weiß noch, wo ich das als junger Christ, noch Teenager war ich noch, habe ich das erlebt, wie einmal in unsere Teestube damals, gab es noch Teestuben, so eine Jugendgruppe von einer anderen Gemeinde kam und die haben dann da so ein Programm gemacht und einer hat dann so eine kleine Bibelarbeit gemacht von 20 Minuten. Aber dieses, wie der schon die Bibel nahm und wie der die Bibel uns geöffnet hat und wie der mit uns durch die Bibel, der ist wie ein Tänzer, ist ja durch die ganze Bibel gegangen. Also wir waren, diese 20 Minuten, die waren für mich wie eine Stunde. Es war völlig faszinierend und ich war positiv geschockt, wie dieser, das war ein Lehrer, typisch ein gesalbter Lehrer, obwohl noch ein Jugendlicher. Aber er war so in dem Wort und das Wort war so in ihm und er konnte uns das so aufschließen, dass das uns so lebendig wurde, so real. Das war gar nicht mehr nur in der Bibel, das war auf einmal war das so wirklich so, dass wir dachten, wir können das anfassen geradezu. So real wurde uns das. Und ich habe hier geschrieben, wenn gesalbte Lehrer predigen, ist es so frisch, als würde das allererste Mal darüber gesprochen werden. Es ist so faszinierend, es ist bewegend, überraschend, machtvoll, genau wie Jesus gelehrt hat. Und die Leute darüber erstaunten und außer sich gerieten. Ja, also da heißt es immer wieder, Jesus lehrte anders als die Schriftgelehrten. Matthäus 7, sehr schön heißt es, geschah, als Jesus seine Worte vollendet hatte, erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also sehr interessant. Da gibt es die Schriftgelehrten, die wissen viel über die Schrift, aber sie haben keine Salbung. Sie haben keine Vollmacht, aber Jesus, da war die Vollmacht und da hatte jedes Wort Bedeutung und jedes Wort hatte Gewicht und diese Worte, das, was hinter den Worten steht, das, worüber die Worte sprechen, wird auf einmal ganz real, ganz real. Es wird auf einmal so präsentiert, so realisiert, dass man eine Entscheidung treffen kann. Darauf lasse ich mich ein. Das ist meins. Den Weg gehe ich. Und so werden wir auch durch diese Lehrer eigentlich zu Entscheidungen geführt, zu Entscheidungen gebracht. Auf was lassen wir uns ein? Wie weit gehen wir mit Jesus? Wo geht es überhaupt für uns weiter? Und
Ja, und das ist also ganz wunderbar. Wie gesagt, dieser Jugendliche da, das war für mich, hat in mir eine Liebe zum Wort geweckt, die mich nie verlassen hat. Ja. Ja, das sind die Lehrer und für mich war auch faszinierend, natürlich durchs Internet haben wir jetzt Zugang zu vielen Lehrern, wirklich gesalbten Lehrern, die in der Welt einfach jetzt auch durchs Internet natürlich die Möglichkeit haben, eine riesige Zuhörerschaft zu erreichen. Ich erinnere mich an so ein kleines Video, das ich gesehen habe von einer Lehrerin, einer Predigerin und ich habe dann mal geguckt und festgestellt, ja, also diese kleine Predigt, die ich da von der gehört habe, die wurde millionenfach abgerufen. Ich wollte es gar nicht glauben, ne? Aber da wurde angezeigt und es wurde millionenfach abgerufen. Ich habe mir gedacht, ja, also diese Lehrerin, die erreicht eine riesige Zuhörerschaft durch das Internet und es gibt diese Lehrer, ich habe festgestellt, solche gesalbten Lehrer, die wissen nicht nur was, die verkörpern das, was sie lehren. Viele Lehrer haben einen bestimmten Schwerpunkt. Ich kenne einen Lehrer, das ist der Henk Brogemann, der spricht nur über das Vaterherz Gottes. Er lehrt über das Vaterherz Gottes und er verkörpert diese Lehre. Er spricht über nichts anderes und es füllt seinen ganzen Dienst aus, über diesen Bereich, über dieses Vaterherz Gottes zu lehren. Aber es ist eine Art und Weise, die einen mit diesem Vaterherzen in Verbindung bringt. Und das ist seine Lehre. Und Lehrer haben Schwerpunkte, bestimmte Lehrer haben bestimmte Themen und in diesen Themen darin leben sie und das lebt in ihnen. Und wenn sie darüber sprechen, ist das so real, ganz real. Nicht irgendwie eine akademische Abhandlung und irgendwie eine Auslegung. Es ist viel, viel mehr als das. Und das ist also faszinierend. Und solche Lehrer, zum Beispiel für mich war Derek Prinz ein sehr bekannter Lehrer, den viele gehört haben, ist für mich ein typischer gesalbter Lehrer. Und diese Lehrer, ja, die können also ganze Stadien füllen mit Menschen, obwohl sie Lehrer sind. Also man fragt sich ja, was ist jetzt hier, was ist hier ein Konzert oder was ist hier für ein Happening? Ja, und dann kommt einer und lehrt aus der Bibel und da sind Tausende von Menschen. Ja, aber die werden aber dann ergriffen und die sind von dieser Lehre hin und weg und die werden davon bewegt und die stehen auf und die jubeln und die feuern den Prediger da an. Und man merkt, ja, das ist, also hier ist diese Salbung, diese Kraft Gottes ist aktiv und die Leute sind davon ergriffen. Sie werden von dieser Botschaft ergriffen, sie werden davon gepackt, sie sitzen an der Ecke ihres Stuhls, sie sind sowas von dabei und saugen diese Worte, diese Lehre in sich hinein, weil das ist lebendige Lehre, das ist nicht Buchstaben, das ist Lehre, geistgetränkte Lehre. Und das ist wie die Milch. Das ist, die Bibel sagt mal, ja, das ist wie die Milch für die Kinder, das ist wie die Nahrung, die feste Nahrung, das ist schon für die Reiferen. Und so, wir nehmen diese Worte auf. Und wer solche gesalbten Lehrer mal gehört hat, der weiß, das ist mal was ganz anderes als einfach nur, ja, dass jemand Theologie studiert hat. Ja, ich will deswegen das nicht jetzt abwerten, das Theologiestudium, aber lieber einen Moment in der Salbung als Jahre unter irgendeiner nicht gesalbten Lehre zu sitzen, die knochentrocken ist und langweilig. Und die gar nichts bewirkt. Gar nichts. Bei den Hörern nichts bewirkt. Wie sie kamen, so gehen sie. Das ist bei gesalbten Lehrern anders. Da gehen die Leute nicht, wie sie gekommen sind. Da haben sie etwas gehört, was ihr Leben grundlegend verändert und diese Möglichkeit ihnen wirklich aufgeschlossen hat. Du kannst anders leben. Du kannst wirklich anders leben. Mit dem, was du jetzt gehört hast, kannst du anders leben als vorher.
Ja, jetzt haben wir diesen Zugang, wir haben die Möglichkeit, eben durch das Internet tatsächlich diese Lehrer zu hören. Viele von denen, habe ich festgestellt, sind von der Gemeinde nicht, die werden von der Gemeinde nicht erkannt oder nicht irgendwie eingesetzt. Viele von denen eben, die fangen eigene Dienste an, das kann man auch heute, und die fangen ihre eigenen YouTube-Kanäle an und die, ja, und vieles ist, viele nennen sich gar nicht, die nennen sich nicht irgendwie Pastoren oder was, sondern die nennen sich irgendwie Lebenscoaches oder Lebenstrainer und haben wirklich, sind wirklich in der Lage, den Menschen Leben zu lehren. Wie geht Leben? Gutes Leben, richtiges Leben, starkes Leben, Leben mit Freude, Leben mit Qualität, Leben in Kraft, Leben auf einer spirituellen Höhe, die die Menschen gar nicht kennen, gar nicht machen können. Ja, das ist der Punkt, und deswegen ist mein letztes Kapitel hier gewesen zu diesem, oder letzte Zwischenunterschrift ohne Entschuldigung zu dem Thema der Lehrer, weil heute können wir durchs Internet wirklich zu jedem Thema, zu jedem, auch was wir noch nie gehört haben, was in unserer Gemeinde nicht gelehrt wird, wir können zu jedem Stichwort, zu jedem Begriff, können wir jetzt die Lücken füllen, können wir jetzt die Lehre, die uns gefehlt hat, nachholen. Und das ist zu jedem Bereich, ist die Lehre jetzt da und ist für uns durchs Internet verfügbar. Und wir können über jedes Thema im Grunde in kurzer Zeit mehr wissen wie unser Pastor, weil wir den Zugang haben zu den besten Lehrern, die es gibt. Und von daher geht es jetzt darum, dass wir die gute Lehre, die Lehre, die gesalbt ist, die Lehre, die lebendig macht, die Lehre, die uns in diese Tiefe der Gnade reinbringt, dass wir ihrer teilhaftig werden und durch sie verwandelt werden in Menschen, die wie Jesus sind. Das ist es, denn er ist der Lehrer, der große Lehrer, der uns die Wahrheit, uns die ganze Wahrheit bringt durch seinen Geist. Und die Wahrheit macht frei. Amen.